Gestern erlitt die Kunstwelt einen großen Verlust mit dem Tod von Maite Kelly, einer talentierten und schönen Sängerin. Es war eine Tragödie, ein Verlust nicht nur für ihre Familie und Freunde, sondern für ihre gesamte Fangemeinde auf der ganzen Welt. Maite Kelly hat mit ihrer inspirierenden Stimme und ihrem herausragenden Talent starke Spuren in der internationalen Musikindustrie hinterlassen. Diejenigen, die sie lieben, schätzen nicht nur ihre Lieder, sondern berühren auch ihre Herzen durch die emotionalen Geschichten und positiven Botschaften, die sie vermittelt. Gestern Abend, in den letzten Stunden ihres Lebens, sprach Maite Kelly ihre letzten Worte und markierte damit das tragische Ende ihrer Reise auf dieser Erde. Die Menschen in ihrem Umfeld teilten mit, dass diese letzten Worte Gelassenheit und Akzeptanz eines Lebens ausdrückten, das viele Höhen und Tiefen durchgemacht hatte. Maite Kelly ist nicht nur eine herausragende Künstlerin, sondern auch eine engagierte Frau mit Leidenschaft und Liebe. Neben ihrer künstlerischen Karriere ist sie auch Mutter, Freundin und Lebensgefährtin. Ihr Verlust hinterließ einen atemlosen Moment und machte alle, die sie kannten und liebten, schockiert und traurig. Wenn viele Menschen Maite Kelly nur durch die wunderbare Musik kennen, die sie komponiert und aufführt, dann kennen diejenigen, die ihr näher stehen und die Gelegenheit haben, sie zu treffen und mit ihr zu plaudern, eine engagierte Maite, unschuldig und immer optimistisch. Der Tod von Maite Kelly wirft auch große Fragen über den Sinn des Lebens und den Wert der Menschen um uns herum auf. Manchmal scheinen Menschen erfolgreich und glücklich zu sein, doch hinter diesem Anschein stecken unerwartete Sorgen und Schwierigkeiten. Die Fans und Freunde von Maite Kelly teilen jetzt ihren Schmerz und erinnern sich an die wundervollen Momente, die sie hinterlassen hat. Kommentare und Verabschiedungen sind in den sozialen Netzwerken zu sehen, wo Fans auf der ganzen Welt ihre Gedanken und Gefühle mitteilen. Jeder Verlust ist für uns eine Gelegenheit, über den Sinn des Lebens und den persönlichen Weg jedes Menschen nachzudenken. Es erinnert uns daran, unsere Lieben um uns herum zu schätzen, jeden Moment zu genießen und nicht zu vergessen, unsere Zuneigung zu zeigen. Maite Kelly wird in ihren Liedern, Geschichten und in den Herzen derer, die sie liebten, immer für immer weiterleben. Obwohl sie diese Welt verlassen hat, wird Maites Vermächtnis weiterhin eine Quelle der Ermutigung und Liebe für diejenigen sein, die den von ihr geebneten Weg weitergehen. Beileid und Zuhören, wir sprechen der Familie und den Angehörigen von Maite Kelly unser tiefstes Beileid aus. Dieser Verlust betrifft nicht nur sie, sondern uns alle. Halten wir unsere Herzen zusammen und gedenken wir eines Künstlers mit beispielloser Liebe und Hingabe. Der Verlust von Maite Kelly ist nicht nur eine persönliche Tragödie, sondern auch ein klaffendes Loch für die Musik- und Kunstgemeinschaft der Welt. Sie hat mit ihrer Musik Millionen von Herzen berührt, und jetzt kommen Fans zusammen, um ihre Trauer zu teilen und sich an die kostbaren Momente zu erinnern, die Maite mit sich brachte. Wenn wir auf ihre Karriere zurückblicken, sehen wir eine bunte und abwechslungsreiche Reise. Von emotionalen Balladen bis hin zu fröhlichen Tracks hat Maite Kelly ihre Vielseitigkeit und Kreativität unter Beweis gestellt. Sie ist nicht nur eine hervorragende Sängerin, sondern auch eine talentierte Komponistin, die bleibende und einzigartige Werke hinterlässt. Viele Menschen erinnern sich an Maite nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre positiven und optimistischen Worte. Maite Kelly zögert nicht, über die Herausforderungen in ihrem Leben zu sprechen und ermutigt andere stets, Schwierigkeiten zu überwinden. Sie ist ein Symbol für Stärke und Optimismus und hinterlässt uns viel Wissen darüber, wie wir dem Leben begegnen können. Der plötzliche Tod von Maite Kelly war ein Schock und ließ viele Menschen über den Sinn des Lebens und den Wert jedes Tages nachdenken. In dieser Zeit kommen die Künstlergemeinschaft und die Fans zusammen,
um sich gegenseitig zu unterstützen und Erinnerungen und Symbole eines talentierten Künstlers auszutauschen. Jedes Musikstück von Maite Kelly ist heute wertvoller und wichtiger denn je. Ihre Melodien, Texte und Leidenschaft leben für immer in den Herzen derer, die sie lieben. Man hört nicht nur die Musik, man fühlt sich als Teil von Maite Kellys Seele. In Abschiedsbotschaften und Beileidsbekundungen in den sozialen Medien drückten die Fans ihre tiefe Trauer und Zuneigung aus. Hashtags wie Hashtag RIP Maite Kelly und Hashtag Remembering Maite wurden zu einem Ort, an dem Menschen diesen herausragenden Künstler feiern und sich daran erinnern konnten. Maite Kellys Familie und ihre Lieben durchleben sicherlich schmerzhafte und schwierige Momente. Wir als kunstinteressierte Gemeinschaft sprechen ihnen unser aufrichtiges Beileid aus, damit sie in dieser schwierigen Zeit Mitgefühl und Unterstützung empfinden. Das Leben ist eine Reise, die niemals aufhört, und denken Sie auch in den traurigsten Zeiten daran, dass Maite Kellys Fußabdrücke immer noch hell leuchten und uns zu Liebe, Kreativität und Optimismus führen. Maite Kelly wird nie vergessen werden und unsere Liebe zu ihr wird durch ihre Musik und Erinnerungen immer weiter. Ja, da kommen ein bisschen Knoten ins Hirn. Aber das ist eigentlich ganz praktisch, weil Sie wissen, wenn man sozusagen die Quantoren, die Gesamtaussagen negiert hat und das Negationszeichen, kann man hier direkt vor die Aussage ziehen. Ja? Hier direkt vor die Aussage ziehen. Aber dann wechselt der Quantor. Es existiert eins und umgedreht. Und das ist auch sehr praktisch, wenn man also komplizierte Aussagen umformen will mit Äquivalenzumformungen, dass man das nicht rausziehen kann oder rein, je nachdem wie man will, aber dann wechselt der Quantor. Okay, in der nächsten Übung werden Sie ganz viele Umformungen, Wahrheitstabellen. So, sollte eigentlich alles logisch sein, oder? A, nicht B. Wenn das noch nicht so logisch ist, schaut euch einfach nochmal die Videos an. Genauso wie die Videos von letzter Woche. Von vorletzter Woche. Oder einfach nur. Wenn wir zusammenfassen, was wir bislang gemacht haben, war, wir haben die natürlichen Zahlen axiomatisch begründet über die Piano-Axiome, haben da einige Dinge bewiesen. Und am Anfang hatte ich ja behauptet, dass sie alles vergessen sollen, was sie wissen. Und das war aber nicht ganz so korrekt gewesen. Was wir letzte Woche gesehen hatten, war, dass wir ja beim Beweisen auch Logik verwendet hatten. Da hatten wir vorher nicht drüber gesprochen. Das haben wir letzte Woche nachgeholt. Wir sind eigentlich immer noch nicht ganz fertig mit dem Nachholen der Dinge, die wir verwendet haben, ohne sie vorher zu begründen. Wir haben nämlich noch ein kleines Teilgebiet der Mathematik ausgelassen, das wir immer implizit mitverwendet haben. Und zwar die Mengenlehre. Ja? Wir haben immer über Mengen gesprochen oder wir haben über die Menge der natürlichen Zahlen gesprochen, ohne jemals gesagt zu haben, was eigentlich eine Menge ist und wie man mit Mengen umgeht. Und das will ich heute nachholen. Thema heute ist Mengenlehre. Die Mengenlehre oder der Begriff der Menge ist so ziemlich der grundlegendste Begriff, den es überhaupt in der Mathematik gibt. Ja? Im Prinzip könnte man, wenn man wollte, mit Mengenlehre anfangen und anschließend den Rest der Mathematik aufbauen. Mengenlehre ist sozusagen der Ursprung. Kleiner didaktischer Kommentar, das hat auch zu einigen Verfehlungen in der Vergangenheit geführt.